So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Car Mechanic Simulator 2018. Wir sind zurück und ja, wir sind noch an diesem wunderschönen Kfz dran und zwei Teile, ja, die wollen noch repariert werden und Standardreifen wollen auch noch repariert werden. Und ja, das werden wir heute machen. Natürlich Standardteile, ein Teil ist natürlich Lenkrad, da habt ihr natürlich recht gehabt. Der Typ wollte ja hier, was hat er geschrieben? Hier, der Lenkrad auch nicht wechseln, ne? Ist nicht mehr so geil. Mama, neue Airbag brauche ich mal, Junge. Deswegen werden wir das natürlich machen. Aber jetzt werden wir erstmal kurz seine Standardreifen wechseln. Muss ich mal ganz kurz gucken, welche Maße die haben. Warte, ich ziehe die mal kurz ab, dann sehe ich das einfach ab. Und ja, wir sind wieder zurück. Hatte jetzt leider einen Tag kurz Pause, weil, ja, ich in Schweden war. Ich weiß gar nicht, was ich in Schweden gemacht habe. Was machen Menschen eigentlich immer in Schweden? Was will man denn da? Was will man denn da als Gamer, als Rennspiel? Nee, da fällt mir nichts ein. Da fällt mir einfach nichts mehr ein hier. So, jetzt mal kurz gucken, was ist denn das für ein Teil? Die Musik, die hier gerade läuft, fällt zwischendurch mega lange als Wecker an. Deswegen hat das die eher negative Beweggründe bei mir, weil Weckerlieder hast du irgendwann so im Kopf, als dass sie dir auf den Sack gehen, weil, ja, du wegen denen halt früh aufstehen musst. So, Standardreifen 2545 R16. Standardreifen 2545 R16. Standardreifen 2545 R16. 2 R16. 2565. Ja, das kann niemals 65 sein. 2565. 45. Ich dachte auch schon, Alter, das kann ja niemals. Also sind wir mal ehrlich hier. Nee, das kann ja nicht. 205. Nee, 205. 45, ja, das klingt schon nach irgendwie einer richtigeren Reifendimension. Den nehmen wir auch mal mit. So, dann wird hier einmal montiert, bitteschön. Teil zusammenbauen, bam, 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 Junge. So, dann müssen wir das Ganze mal auswuchten. Und dann muss ich den mal kurz da wegkommen, weil so komme ich nicht am Lenkrad ran wegen der Hebebühne. Dann müssen wir nämlich das auch noch machen. So, tschak, 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 hier, tschak, tschak, tschak. So, einmal auswuchten den Shit, auch einmal. Ich hätte gerne eine schnellere Ausbruchmaschine oder eine zweite, weil das Ding ist hier viel, viel schneller fertig. Und du musst halt immer noch warten, so. Ja, ist ein schöner Tag hier. Wir haben gutes Wetter. Es sind 30 Grad und die Sonne scheint. Möglicherweise, ich habe nämlich keine verfuckten Fenster in meiner Garage. Also beim letzten Teil hattest du wenigstens noch Fenster. Hier bist du halt einfach so, ja, ich bin in meiner Garage. Abgeschottet von der Außenwelt. Alleine. Aber ist auch ganz schön, habe ich mir sagen lassen. So, buchen wir auch nochmal aus. Nee, falsch. Diese hier bitte, dankeschön. Ist eigentlich wieder eine neue Scheune aufgeploppt. Immer noch nicht. Ich hätte gerne eine neue Scheune, weil, ja, wir sind ja immer noch auf der RX-7-Jagd, ne? RX-7 ist da, also muss da sein. Ist noch nicht da, ist der Zukunftszustand. So, komm, mach hin. Yay! Nehmen. So, bauen wir die Reifen dran, dann bauen wir den Airbag. Ich hatte auch einen Kommentar gelesen, jemand meinte irgendwie, Uhabballer, ich würde jetzt gerne einfach da, dass vorne eine der Gummiösen hier kaputt sein, eine der Gummilagerboxen kaputt sein dürfte. Ich baue die einfach mal aus. Bist du kaputt? Ja, die ist kaputt. Gut, dann tut mir nur ein Level 12 Teil. Warte mal, ist das auf der anderen Seite dann auch der Fall? Weil die werden nämlich erst durch die Diagnosefahrt angezeigt, die kannst du nur nicht rauslesen. Ich baue die mal kurz aus. Sehen die kaputter aus als die anderen? Oh jo, Tatsache, ist ein Unterschied. Ich sehe hier so ein bisschen, die ist so ein bisschen heller, die schimmert ein bisschen mehr. Und die sehe so ein bisschen verblasster. Ist recht in der Mitte, naja. Die ist hier in der Mitte, ist noch silber und eine kaputte Gummibox ist in schwarz. Ah, okay, so erkennt man den Unterschied. Ich habe nie gerafft, wie man den Unterschied bei den Scheißdingern erkennt. Aber ist die auch kaputt, ne? Dann brauche ich das Lenkrad gar nicht tauschen. What the fuck? Muss ich wirklich das Lenkrad nicht tauschen? Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich die Reifen drauf montiert habe, aber dann sagt, ja, alles behoben. Dann fährt der Typ zwar weiterhin ohne Airbag rum, aber es juckt ihn ja anscheinend nicht. Weil wir hatten noch zwei Teile Fehler. Wie gesagt, ich habe mir jetzt der Kommentar so zufällig aufgefallen, ich war gerade kurz mit durchgegangen, bin ein bisschen die Kommentare, bevor ich jetzt hier die Folge aufgenommen habe. Er meinte, ja, aber mir war es die Gummilage. Guckst du mal besser. Das ist wirklich 14.000 kriegen wir nebenbei dafür, aber ich habe ihm nicht den Airbag gewechselt. Das ist dem total Latte. So wie so ein Typ, der die ganze Gruppe, vielleicht wird es mir damit das Lenkrad zu wechseln. Ja, ein Scheiß. Ja, dann tschüss ohne... Es fehlt ein vorderes Nummernschild. Ich finde das jetzt eigentlich so schick, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich ein Nummernschild kaufen. Echt jetzt? Krieg ich ein Nummernschild daher? Oh Gott, was hat denn da hinten drauf? Ich will ja schon das Richtige kaufen. Ich will mir jetzt nicht die ganze Karre mit irgendwelchen Nummernschildern zuspammen.
Wow, ein weißes. Okay, super, danke, das ist extrem hilfreich. Haben wir überhaupt ein weißes? Krass, wie viele Nummernschilder es hier gibt. Sieht auch alle aus wie die echten natürlich. Nicht. Nehmen einfach hier. Er ist Australia. Nein. Einfach nur ein Schild. Ich hoffe, er packt jetzt irgendwas drauf. Ich bin mir nicht sicher. Wir können es personalisieren, rein theoretisch. Montagemodus. Ja, das wird hinhauen. Australien und komplett andere Nummer, aber schon richtig. Ja, geil. Der ist jetzt weiterhin unterwegs mit dem kaputten Airbag. Ja, kommen Sie zu meiner Werkstatt. Hierfür sind Sie auf jeden Fall sicher, wenn Sie rauskommen. Wenn der jetzt einen Unfall baut, ist er fertig mit der Welt. Alter. Ja. Aber was tut mir nicht alles für Geld, ne? Ja, wir kleinen Assis. Immer noch keine Scheune. Ich will jetzt eine Kackscheune finden hier. Was soll das denn? Ich will... Mann, ey. Ach, Mann. Ah, egal. Machen wir halt einen kleinen Auftrag. Komm, machen wir mal einen kleinen Auftrag. Vielleicht finden... Ja, ich bin immer noch fett. Ist cool. Ja, ist cool. Die Garage ist riesig groß. Fett ist er immer noch. Ja, super lustig. Haben wir gelacht. Fick dich. So. Ein kleiner Fiat Panda, der ein bisschen Bremsen braucht. Das ist gut. Och, du Scheiße. Ja, die Bremsanrichtung muss repariert werden. In Klammern. Naja, eigentlich habe ich einen totalen Schaden an meinem Auspuff. Meine Montage nicht. Bitte einmal auf die Hebebühne. Da brauche ich gar nicht prüfen. Ich kann einfach die Reifen demontieren und die Bremsen auseinanderpflücken. Da werde ich mal Arsch drauf. Der ist komplett fertig mit der Welt. Hallo. Hoch damit. Da ist jetzt ein Praktikanten als Hebebühne. So, ich glaube, ich kann jede Felge runterhauen, weil es sind so viele kaputt, es muss nicht an jeder Achse was kaputt sein. Hier ist wieder der Bremssattel fertig. Ohne die Bremsklötze, schätze ich mal, ne? Ja, Bremssattel und Bremsklötze holen wir mal immer neu. Oder wir packen einfach nur mit Schild dran, tut's auch. Bremssattel, Bremsklötze, da. So. Einmal dran den Shit. Alle anderen Teile könnte ich gleich noch verkaufen, die wir gerade noch übrig hatten. Das gleich mal machen. Also die kaputten. Weil die liegen jetzt unnötig rum, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Felge drauf. Die Seite schon mal fertig. Andere Seite. Zack, zack. Das Problemchen noch einmal höchstwahrscheinlich. Nicht überhaupt noch. Obwohl die Bremsscheibe jetzt hier auch relativ fertig aussieht. Ich werde die einfach auch mal demontieren. Sicherheitshalber. Bremsplätze kaputt. Ne, Bremsklötze sind diesmal nicht kaputt. Bremsscheibe auch nicht. Okay, da brauchen wir also hier nur einen neuen Bremssattel. Einmal ran das Ganze wieder. Zack. So. Die Seite auch fertig. Geht's noch weiter nach hinten links. Den Teil haben wir noch übrig. 3, okay. Ah ja, hier wird es auch wieder der Bremssattel sein. Die Bremssattel sind komischerweise alle fertig bei ihm. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, aber die sind alle zerstört mit ihrem Leben. Ja, der ist auch fertig. Naja. Aber was sagt der Bremsklotz? Der ist wieder relativ im guten Zustand. Da kommt der Bremssattel. Ich schätze mal, ABS-Modul oder sowas wird. ABS-Pumpe oder sowas wird wieder kaputt sein. Da gucken wir gleich einfach nach. So, neuer Bremssattel auch hier drauf. Zack, zack, zack. Aber in Zukunft mache ich echt fast nur noch, denke ich mal, wenn wir blaue Aufträge haben, machen wir die auf jeden Fall. Die bringen einfach mal 14.000 oder sowas, was halt echt der Shit ist. Das ist halt wirklich der Wahnsinn, das ist echt ganz schön viel. You know what? Ja, auch wieder der Bremssattel. Ja, wem wundert das denn auch? Wem wundert das denn auch? Bremsklötze fertig oder nicht? Nee, ist wieder nicht. Okay, dann muss die ABS-Pumpe oder sowas noch so sein, dann haben wir das nämlich auch. So, einmal drauf hier. Einmal Felge drauf. So, gucken wir mal ganz kurz vorne unter die Karre. Ja, okay, da müssen wir auch noch dran. Und ein Auspuffteil ist noch defekt. Sehe ich das direkt von hier? Das muss dann oben sein, ne? Lauter Auspuff, ja, es muss dann irgendwo oben sitzen. Ja, yeah, da oben setzt es. Okay, perfekt. Dann können wir die ganze Karriere schon mal runterlassen. Dann können wir das nämlich jetzt von oben alles regeln. So, einmal Haube auf. Die wunderschön gar nicht zerkratzte. Sieht die gut aus. So, der Abgaskummer muss nämlich neu. Der kann einmal schön raus. Abgaskummer kann neu. Und die ABS-Pumpe, die muss auch neu. Okay, gut, dann haben wir die beiden Teile schon mal.
Abgaskrümmer und ABS-Pumpe. Holen wir uns die beiden mal kurz. ABS. Einmal die Pumpe. Und nochmal Abgaskrümmer. Normalen. Perfekto. So, dann bauen wir die Kiste mal wieder zusammen. Dann haben wir den kleinen Auftrag auch schon fertig. Ich mache die jetzt gerade fast teilweise nur, um irgendwie mal wieder die Scheunen zu motivieren, sich zu zeigen. Weil der nette Lukas ja jetzt gerne mal wieder Bock hätte auf so einen RX-7. Also, wir haben jetzt 40.000. Ich könnte mir den also jetzt langsam mal zumindest mal in die Garage stellen. Das wäre also ziemlich sexy, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich den ersten werden wir eh verkaufen müssen, um wieder Geld reinzubekommen, weil die Karre einfach viel zu viel Geld schlucken wird. Aber im Verkauf wird die dann halt eine Menge bringen. Also, das ist zumindest meine Hoffnung, die ich habe. So, und tschüss, weg mit dir. Ich muss kurz meine Teillage hier mal ein bisschen klären. Ich kann doch alles verkaufen, aber ich will die scheiß Muffen ja nicht verlieren. Oh, wir haben noch ein neues Slumraum rumliegen, egal, kommt weg. Nein, das nicht, die wollen wir behalten. So, haben wir das auch schon mal wieder alles. Hat sich jetzt eine Scheune wieder erbarmt, sich zu zeigen und zu sagen, ey, ich bin da, Alter, ich bin eine Scheune, ey, guck mich an. Nee, leider, cool, gar keine. Voll nicht aufmerksam, geil, Alter. Was haben wir denn, Alter? Ich will einen blauen Auftrag, was ist denn hier alles, diese ganzen kleinen Pisssachen? Irgendwas klopft an der Motorhaube, ja. Dann hol die Oma raus. Ausrufslauf, komm, nehmen wir ein paar kleine. Ich sollte echt auf mich vor scheiß Garagentor die ganze Zeit zu jagen, ey. Komm, nehmen wir was Kleines kurz. Und, ja. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass wir mal ein paar blaue Aufträge mal bekommen. Weil die immer ein bisschen gechillter sind. Hoch mit dem Ding. Hoch, hoch, hoch. Komm, 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 komm. Flott, 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 flott. Hoch. Soll ich denn auf der Arbeitshöhe? Ey. Die Teile sind denn kaputt am Ausbruch. Ach, eins. Gefunden. Der Endschalldämpfer. So, kaufen wir mal schnell einen neuen. Das dürfte so einer sein. So, dann kommen wir wieder dran. Zack. Bitteschön, Sie können wieder gehen. Tschüss. So, hat auch gar kein Geld gebracht, um echt zu sein, die Scheiße. Haben wir einen blauen Auftrag? Sind sogar weniger geworden. Irgendwas klopft an der Motorhaube. Ich höre Lärm am Schrank, ist irgendwie dasselbe. Repariere die Karosserie und ich kann keinen Gang anlegen. Okay, Getriebe und Motoröl, jetzt kriegen wir hin. Das heißt, repariere die Karosserie. Ach ja, ach ja. Ja, dann mache ich doch mal wieder ein Foto. Alleine wenn die Alter, wie viele Karosserieteile kann man denn wechseln? Ist der Wagen gerade aus dem totalen Schaden gekommen oder was hier? Was ist das denn hier? Nee. Haben wir überall eine Liste? Ah ne, okay, das andere ist aber einfach Getriebe. Ja, okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ölfilter R6 vom Auto direkt mitkaufen. Einfach mal, den kann ich schon mal direkt holen. Aber ich will gar nicht machen. So, haben wir das schon mal. So, dann brauchen wir Karosserieteile. Wie heißt die Scheißkiste? Ich muss den Namen des Autos ja wissen. Das ist der Kaloppe. Der Kaloppe, ja, der Kaloppe. Ja, ja, ganz typisches Auto hier bei uns in den Kreisen. Kennen wir ganz viele, die ganzen Kaloppe-Fahrer. Total toller Name für ein Auto, würde ich behaupten. Kaloppe. Perfekt. So, wir brauchen einmal eine Motorhaube. Schön ist, die ganze Karre wird gleich wieder komplett unlackiert vom Hof fahren, weil ich die repariert habe. Dann... Der ist ja wirklich fast komplett fertig. Ich weiß ja nicht, warum der alle Teile neu braucht. Was? Rechte Scheibe? Das ist die rechte Scheibe, der kostet einen Typ A, ja, ja. Rechte Scheibe. Der linke und rechte brauche ich deswegen egal. Linker Seitenspiegel. Wollen wir Spiegel? Da. Oder rechte Seitenscheibe. Und rechte Seitenspiegel. Ich will ja nicht böse gemeint sein, aber ich habe keine Ahnung, was der Typ mit seinem Auto angestellt hat. Wie soll ich denn jetzt wissen, was ich alles reparieren muss? Oh Gott. Also, wir müssen Motorhaube. Ab. Stoßstange. Ab. Was haben wir noch? Stoßstange. Warte, Motorabdeckung. Vordere Stoßstange. Linke Seitenspiegel, rechte Seitenspiegel. Ich weiß gar nicht, warum die Spiegel neu müssen. Alter, die sehen doch gut aus. Was ist denn los mit dir? Dann muss die Scheibe raus. Die Scheibe raus. Die Scheibe raus. Dann, warte, Scheiben haben wir, Vorderstoßstange, Motorabdeckung muss noch, Kofferraum muss ab. Okay, haben wir alles, okay. Kofferraum und die Motorabdeckung muss noch ab. So. Ich guck wieder alles zusammenbauen, ne? Mit neuen Teilen. So, einmal hier, einmal da. Ich find's ja geil, dass die ganze Zeit nicht geschraubt werden müssen. Das ist total scheiße, weil ich ja jetzt komplett irgendwelche Plastikteile rein soll, die halt dringend lackiert werden müssten. Aber hey, scheiße drauf.
Ich muss die Kiste ja schließlich nicht fahren, dementsprechend ist mir das total latte und außerdem habe ich keine Lackiererei, dementsprechend wäre es eh nicht anders möglich. Das war sehr klug. Ich habe eine Scheibe rausgemacht, die nicht raus hätte müssen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal das hier fertig, ne? Rechter Seitenspiegel. Oh, ja. Ach, brauchen wir nicht. Ich finde das total überbewertet. Den ganzen Spiegel reicht doch vollkommen aus. So, Öl müssen wir machen. Und Getriebe. Ah ja, das wird natürlich jetzt eine spastische Kiste, aber na gut. Normaler Modus. Einmal bitte auf die Hebebühne. Hat ein wunderschönes Stück. Ist die irgendwie anders oder kann ich dasselbe? Nee, ist nur blau. Okay, ich dachte, die kann irgendwas anderes, aber die kann nichts anderes. So, wir müssen Getriebe und Ölfilter. Lustig ist, wir haben ja wieder unsere Mittelmotorkandidaten hier. Dementsprechend sitzen die Teile. Ich muss erstmal Öl ablassen. Das wäre auch eine ganz kluge Idee. Jo, einmal bitte Öl. So, dann einmal bitte wieder Vektorteil. So, jetzt gucken wir mal kurz, wo hast du deinen Ölfilter sitzen, Kollege? Ja, Getriebe muss auf jeden Fall neu, das ist fertig. Das ist vielleicht ein Öl, da ist der Ölfilter. Dann legt man neuer dran. So, jetzt muss Getriebe ab. Dementsprechend, oh ja, da kann ich die Reifen erstmal demontieren, weil die Antriebswellen müssen ja vom Getriebe ab. So, Reifen runter. Dann holen wir mal das Getriebe, weil das ist auf jeden Fall fertig. So, das kommt raus. Auf der anderen Seite ist hier, glaube ich, ein bisschen sogar einfacher, zum Teil alles zu demontieren. Du hast weniger im Weg, wegen der Bauweise von dem Mittelmotor. Ein bisschen anders. Weil hier sind es Halbachsen und keine Antriebswellen, komischerweise. Obwohl ich glaube, es dasselbe sein wird. Hier noch. Ah, der Anlasser ist sicher dran, ne? Ah, der Mist, ja. Das Gute ist, du kannst hier alles von unten demontieren, weil von oben kommst du nirgendwo dran bei der Kiste. So, einmal Getriebe ab. Das dürfte einfach komplett fertig sein, ne? Ja, einmal das Schaltgetriebe V6B, das muss neu. Kann ich es hier reparieren? Oh, ich... Wow, ich kann die Motorbecken reparieren. Egal, komm, probieren wir mal. Scheiß drauf. Wie? Okay, ja. Cool. Okay, ja, ja. Super. Ach, bin ich doch zu viel, Alter, ehrlich. Geh nach Hause und hol mal Bier. So, Getriebe V6B brauchen wir. V6. Sag ich wieder mal. V6B. Gibt's noch irgendein V6-Getriebe? Ah, nochmal das. Oh, ich hoffe, wir kaufen es richtig an. Ich klopfe jetzt gleich, wenn ich nichts falsch gekauft habe, ey. Es gibt das Getriebe BV6B und dann gibt es Getriebe V6B. Und ich denke mir, ich habe es richtig gekauft. Ja, habe ich gut. Glück gehabt. So, dann mal kurz die Schrauben reinkloppen. Ich habe noch mit den Halbachsen dran. Und dann auch schon wieder die Reifen. Oh, hier. Geht schnell. Nur noch kurz Öl einfüllen, wo ich nicht ganz weiß, wo es ist. Aber ich schätze mal, Öl einstürzen wird auch schon noch irgendwo oben. Nein, den werden sie wohl nicht unter das Auto geballert haben. Wäre zumindest... Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Hä? Ah, hier muss ich hin. Ich war gerade ein bisschen irritiert, wo ich jetzt unter dem Auto mich gerade befinde, weil die Karre halt ein bisschen sehr gleichmäßig unten runter aussieht. Die Ölwanne würde ich jetzt nicht demontieren. Die kann gerne bleiben, wo sie ist. So. Problem gelöst. Kriegt noch ein bisschen neues Öl, der Kollege. Und dann kann er auch schon nach Hause gehen. In einem noch beschisseneren Zustand. Meine Fresse, kann eine Kacke aussehen. So, Motorabdeckung ab. So, wo kriegst du denn Öl? Ja, da, ey, das wird sicher richtig angenehm sein, bei dem Teil Öl nachzufüllen, ey, Alter. Die, hab ich mal gesehen, wo die sitzt. Lehnt sich über den ganzen scheiß Motor, um Öl nachzufüllen. Das klingt nach einer richtig geilen Konstruktion. Daumen hoch dafür, das ist sehr, sehr gut. Ey, seht ihr, wo die Schraube ist? Die ist dahinter. Du liegst da sogar in deinem kompletten Motorraum um... Ach, geh doch nach Hause. So, Abdeckung drauf. Kofferraum. Zu. Nein, fertig. Fertig ist sie. Ja. Haben wir es jetzt mal? Ich würde jetzt gerne den Auftrag einfach abschließen, danke. 7400. Oh. Ah, fuck, Anlasser vergessen. Nein. Warte, wir haben gerade einen coolen Auftrag einbekommen, den hier. Den hätte ich fast gerne. Weil wir so einen noch nicht hatten, das ist wie so ein Dodge Charger Daytona. Ich hole den mal ganz kurz schon mal in die Garage. Alter, okay, der sah auf dem Bild besser aus. Ja, okay, machen wir gleich. Ich wollte ihn nur schon mal reinholen, weil ich die Kiste auf jeden Fall mal machen will, weil der sieht ja cool aus. Nicht, dass der Auftrag gleich weg ist, das wäre schade, weil da habe ich schon ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. So, einmal Montage, da ist Anlasser. Den vergisst die aber auch schnell, so. Jetzt ist er aber auch fertig, der Kollege.
Ich habe die Heckscheibe nicht mehr eingebaut. Oh, goddammit! Hey, du bist gleich drin, keine Sorge. So, jetzt aber. Tschüss. Oh, was hast du für eins aus Arizona? Okay, meine Fresse, geh mir nicht auf Eier. Habe ich das Kennzeichen noch? Ah, ich hab's sogar noch. Ich hätte vorhin auch gar kein neues kaufen müssen für den anderen. Naja. Doof. Ist das so... Das Lustige, es wird hier angezeigt, du musst es aber dann dran machen noch. Wenn du die Montagemodus anders siehst, ist es angezeigt, einfach als wärst du dran. Ist es aber nicht. Hm, so, jetzt aber weg mit dir. Gut, kurz mal... Was haben wir hier noch? Die ganzen Karosserieteile von dem Kollegen mal aus... Ja, jetzt habe ich falsche Teile wieder verkauft, geil. So, dann komm du einfach mal, komm, pack mal dich mal auf Hebebühne B, einfach mal so als Premiere, da darfst du halt mal drauf, guck mal hier. Ah, sieht ja schon ganz anders aus. Haben wir hier irgendwas? Immer noch kein Schaden. Mein Gott, Alter, das gibt's ja gar nicht. Ah, es ist ein Dodge Charger Daytona mit Mustang-Rückleuchten. Ja, wer kennt sie nicht? So, was ist denn dein Problem? Der Wagen holpert. Höre Lärm beim Beschleunigen. Repariere das Schaltgetriebe. Das Getriebe geht beim Schalten. Das wird höchstwahrscheinlich ein dasselbe sein. Das Schalten ist... Also, ich drück's mal liebevoll aus, aber dieses, das wird alles dasselbe sein, weil es alles das Getriebe ist. Ja, komm, fahren wir nicht mal auf die Teststrecke, weil dann höre ich nämlich wegen Motorsachen ein bisschen raus, weil die werde ich nämlich da drüben nicht hören. Teststrecke. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich was holpert oder ob der Typ einfach nur an der Waffel hat. Das kann es mir auch gut sein, das ist bei den meisten Kunden so. Aber das, die letzten drei Sachen sind ja alles Getriebe. Ich muss nur das Getriebe ausmachen, dann habe ich alle drei Sachen gefunden, höchstwahrscheinlich. Ich finde es ja cool, dass die Tachos immer so passend zum Wagen gesetzt haben. Das sieht gerade aus, hätte ich einfach auf ein Stück, eigentlich gerade aus dem Papier aus dem Buch genommen. Das hätte ich gerade so ein Buch als Drehzahlmesser. Gott, man, dass die Karren so viel kaputt gehen hier. Ich guess, das Geld soll müssen wir auch noch restaurieren, auf jeden Fall. Soll müssen wir auch restauriert haben. Also Daytona ist cool. Ich finde die Dinger einfach so total krank. Allein wegen dem Spoiler. Die sind ja halt an die Nesca-Bolinen angelehnt, die ja damals auch so gefahren sind. Und ja, die hatten damals in Amerika schon einen an der Waffel. Das hat sich auch heutzutage nicht geändert, was Autos angeht. Aber ja, finde ich geil. Deswegen will ich auch so einen auf jeden Fall restaurieren. Aber erst der RX-7. Bam! Ich hab geschaut, ob ich überhaupt was gefunden habe damit. Aber beschleunigen, dann müssten wir theoretisch was gefunden haben, hoffe ich mal. Wie gesagt, Getriebe mache ich auf jeden Fall einfach mal raus, weil das muss auf jeden Fall. Sicher, die anderen Probleme waren auch alles Getriebe. Es ist einfach nur alles Getriebe und es wird einfach. Okay, nein, es ist jetzt nicht alles Getriebe. Die Aufhängung ist ganz schön im fritten Alter. Der Wagen holpert. Ach! Sag bloß! Ja, okay, das haben wir hier sogar rausgehört, das Kupplungsdrucklader, das können wir einfach markieren, scheiß drauf. Ah, gut, hier. Der muss jetzt Getriebe selber sein. Weil das anscheinend die Aufhängung sein kann, bringen wir den kurz nochmal auf den Diagnosefahrt, weil da muss ich mal kurz gucken, das ist anscheinend nicht der Motor, der die ganze Zeit zick macht. Ach, da drüben. Mein Gott, ich bin ja selbst total verwirrt in dieser Garage. Dabei gehört die mir selber, was ist denn los hier? So, als wenn du in dein Zimmer kommst, nicht weißt, wo du hin musst. So, einmal überprüfen das Ding. Come on. Könnt ihr mal Karren haben, die einfach im ersten Anlauf angehen? Mein Gott. Okay, bei dem kann ich es ja noch verstehen. Das sieht äußerlich jetzt nicht so in dem Zustand aus, als er mir sagen würde, boah, ich bin die geilste Kiste, ich funktioniere auf jeden Fall super. Sondern eher, naja, mit bisschen Liebe kann man mich auch toll finden. Bremsen sind schon mal nicht. Beste ist, der Tacho, der außenhalb angezeigt hat, hat nichts mit dem Inneren zu tun. Der Innere sieht so cool aus, aber außen haben wir den komischen Büchertacho. Okay, wir haben einiges gefunden. Wir haben alles gefunden. Das ist ganz gut. Gibt ja, Getriebe muss auf jeden Fall raus. Er hört Lärm beim Beschleunigen. Das ist halt problematisch. Das wird der Motor sein. Aber ich kann mir schon mal kurz die ganzen Teile hier aufschreiben. Getriebe mache ich dann gleich einfach so. Kurz mal hier. Kann man die schon mal kurz schnell kaufen. Dann haben wir die schon mal. Können wir die Aufhängung nämlich schnell machen. Und danach machen wir das Getriebe. Aber das können wir dann auch direkt machen. Und Stoßdämpfer. Einfach Stoßdämpfer ist es. So. Dann Radnabenlager.
dann Stabi. Kopfstange vorne B. Noch eine. Urschlangenkopf brauchen wir. Noch ein Stoßdämpfer. Vordere Feder. Und vorderes Domlager. So, da müssen wir jetzt einen komplett neuen Dämpfer zusammenbasteln für die Kiste. Ja, Hebebühne 2. Oh, wir müssen sogar zwei. Nein, nur zwei. Okay, mal gucken, welcher Dämpfer wirklich alles fertig hat. So, dann machen wir mal. Getriebe muss raus und Aufhängung. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Und dann noch gucken, wie man macht beim beschleunigen Lärm. Könnte Motorraum sein. Aber, warte mal, es ist der Auspuff mit Sicherheit, ne? Ja, der Auspuff ist es. Endschalldämpfer V8, Mittelschalldämpfer. Noch mal ganz kurz. Das dürfte mich schon mal ein bisschen was gemacht haben. Ich denke mal, das werden die Geräusche sein, die ihr meint. Das wird der Auspuff sein. Wetten? Ups. Ja, war der Auspuff. Okay, gut. Haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Sehr, sehr gut. So, hier muss Stoßdämpfer raus und Koppelstange. Stabi-Stange. Obwohl, ist ja Koppelstange, ne? Oder ist Koppelstange, ne? Ja, richtig. So, die kommt raus. Dann kann hier noch der Stoßdämpfer raus. Die hat man noch... Ah, jetzt das Radnabenlager ist hier auch kaputt. Okay, dann machen wir mal kurz ab. Na, wo ist es denn? Hallo, wo ist das Radnabenlager? Da. So. Das Gute ist, fürs Getriebe müssen wir die Antriebswelle nicht demontieren. Obwohl doch, ach scheiße, müssen wir nach hinten. Ah, fuck, der hat den Heckantrieb. Ey, das ist ja sogar noch mehr Aufwand. Ja klar müssen wir natürlich die Antriebswelle demontieren, aber die ist ein bisschen hier trickier angebracht. Nicht so geil. Die Spurschwellenköpfe sind hier andersrum montiert. Okay, auch interessant. So, Kopfstange hier vorne kommt auch neu. Ich weiß nicht, ob ich brauche ich zwei neue Stoßdämpfer, weil die sind beide fertig oder nicht. Shiny, weil ich habe nur einen Stoßdämpfer neu bekommen, komischerweise. Oh, mein Stoßdämpfer-Ding. Hier. Ah, okay, hier brauchen wir nur einen neuen Stoßdämpfer. Okay, hier brauchen wir... Können wir die alten Teile nutzen und einen neuen Stoßdämpfer einfach zusammenbasteln. Nur mit einem neuen Stoßdämpfer. Und beim anderen muss halt alle Teile neu. Okay. Das war der Grund. Nehmen wir das Teil. So, jetzt einmal... Bauen wir einmal eins. So, hier kommen auch die Feder rein. Und das da. Frage ich nur, auf welche Seite das jetzt muss. Shit. Ja, ich hoffe mal, ist egal. Weil das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. Und hier können wir einfach direkt ein neues Teil bauen, da brauchen wir nicht zerlegen. Ich weiß nicht, auf welche Seite der jetzt muss. Ich guck mal kurz, wenn ich hier einbaue, aber dann sagt, ist okay. Wenn nicht, muss er auf die andere Seite. Weil das hier mal diese Zickerei mit dem. Ah, okay, geht nur auf eine Seite. Anscheinend. Oder? Ja, geht anscheinend, okay. Komisch, okay. Egal, ich hinterfrag das jetzt nicht. Oder ist der andere Schuss immer nicht richtig zusammengebaut? Ich habe noch zusammengebaut, ne? Ah, ich habe noch nicht abgeholt, okay. Aber es ist richtig gewesen, die Reihenfolge war richtig. Gerade wieder ein bisschen maximal verwirrt. So, jetzt geht's wieder. Mein Gott, natürlich, ich habe den noch gar nicht abgeholt von hinten. So, Reifen drauf. Dann holen wir den anderen Stoß einfach mal. Den brauchen wir nämlich auch noch. So. Dann müssen wir gleich nach hinten die Antriebswellen rausjagen. Weil wir ja natürlich... vorne das Getriebe rausnehmen müssen und dafür muss leider das wunderschöne ganze Antriebswelle raus. So, die Reifen wieder drauf. So, dann müssen wir mal kurz gucken, wie demontiere ich denn bei dem die Antriebswelle am einfachsten. Gehen wir unter das Auto einfach. So, ich hätte gerne das Ding hier. Oder? Ah, die kann ich einfach direkt demontieren. Okay, da muss ich hinten nichts machen. Das ist ja schneller als am frontangetriebenen Fahrzeug. Ich habe nicht gedacht, dass wir die so rausbekommen. Ah, anscheinend geht das ja. Sehr gut. So, jetzt muss der Anlasser raus. Den kriegen wir aber Gott sei Dank auch unter dem Auto raus. Sehr schön. So, jetzt kommt das Getriebe raus. Das muss höchstlich eh komplett neu. Würde ich mal behaupten. Ja, das muss komplett neu. Ja, das muss komplett neu. Okay, dann gucken wir mal schnell. Dann holen wir nämlich direkt einfach mal alle Teile. Schaltgetriebe V8 OHV brauchen wir.
Und die Teile, okay. Mal kurz Foto, machen wir schneller. So, jetzt gucken wir mal schnell. Schaltgetriebe brauchen wir das V8 OHV. V8 OHV, das machen wir. So, jetzt brauchen wir nämlich noch ein paar weitere Teile. Wir brauchen ein Schwungrad. Dann brauchen wir eine Druckplatte. Dann brauchen wir eine Scheibe. Und wir brauchen noch ein Drucklager. So, haben wir das nämlich auch. Dann können wir das Getriebe jetzt wieder zusammen ballern. Sehr schön. So, Schwungrad neues drauf. Sieht doch das. Also neue Teile sehen halt immer ganz schön sexy im Spiel aus, muss man schon sagen. Ja, das ist schon ein bisschen so Porn, wenn du so ein neues Teil einbaust. Das hat schon ein bisschen geil. Muss man nur sagen. Finde ich schon ganz schick. So, Getriebe wieder drauf. Und dann haben wir den Kollegen auch schon absolviert. Und dann hoffen wir vielleicht mal in der kommenden Folge eine Scheune endlich zu finden, weil, ja, wie gesagt, ich würde ja mega gerne, so langsam aber sicher, mal Restauration anfangen. Wir haben ein bisschen Cash jetzt abgespart. Wie komme ich denn an die scheiß Antriebswelle am besten immer dran? Jetzt komme ich dran, okay. Ich raff noch nicht so ganz, wann ich die anvisieren kann. Weil die ist halt auch so ein extrem sperriges Teil, muss man leider sagen. Die geht ja über das ganze Auto. So, habe ich die fertig. 11.000 gibt es mir wieder. Nice, sehr gut. Solche Aufträge bringen echt gut Cash. Ich muss mal ein paar mehr große Aufträge machen. Es lohnt einfach viel mehr. So und einfach viel mehr als der kleinen Kram. Klar brauchst du viel länger dafür, aber in der Zeit wirst du niemals so viele auch kleine Aufträge schaffen, um das Geld reinzubekommen. Aber wir gucken jetzt mal ganz kurz nochmal, ob wir eine Scheune haben. Oh, wir haben einen Schuppen. Okay, gucken wir noch rein. Wünsche ich mir Glück. Vielleicht haben wir einen RX-7 und dann geht's nächste Folge mit dem Projekt los. Komm schon. Ich hoffe drei. Wenn nicht, bin ich echt pisst langsam. Steht kein RX-7, ne? Oder? Steht ein RX-7? Ah, ich heul gleich. Hier haben wir noch keiner. Mann, ey. Okay, neuen Schuppen gefunden, aber wir haben noch kein RX-7. Naja, sammeln wir halt weiter Geld. Wir können die Kiste bald komplett aufbauen, wenn wir fertig sind. Schade. Okay, dann geht's der kommenden Folge so weiter mit den nächsten Aufträgen erstmal. Warte, haben wir einen blauen Auftrag? Vielleicht nehmen wir uns den direkt schon mal, dass wir den schon mal hier stehen haben. Aber dann können wir damit die nächste Folge direkt loslegen. Ein bisschen Vorbereitung schadet ja nie, ne? Haben wir einen blauen Auftrag, weil wie gesagt, wir wollen eh Cash sammeln, dementsprechend. Wir haben einen blauen Auftrag, ja. Hol mal rein, direkt mal rein, eine Viper. Was ist das Problem? What the fuck? Ja, die Viper ist pink. Aber in einem guten Zustand. Aber ja, die werden wir das nächste Mal Folge angucken und gucken, was unser netter Kunde, ich schätze, Kundin eher von uns möchte. Das gucken wir nächste Folge. Wenn euch heute die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben da. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Car Mechanic Simulator 2018 wieder. Bis dann. Tschüss.